Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead, Folge 3 von Episode 2. Felix ist immer noch da. Ja, hallo, hier bin ich. Beziehungsweise ich bin immer noch bei Felix, er hat mich noch nicht rausgeworfen. Nee, also später erst. Gut. Nach dem Video. Nach dem Video dann. Vielleicht. Vielleicht. Mal sehen. Wir wurden im letzten Part von jemandem angegriffen. Felix geht davon aus, dass Banditen sind. Vielleicht, ja, wäre möglich. Wäre möglich. Finden wir es raus. Was müssen wir machen? Mit WASD kannst du... Das ist jetzt doof. Hätten die kannst mal du... getankt. Oh. Jetzt. Wir müssen den Traktor schieben. Wir müssen uns in den Traktor verstecken, während wir ihn schieben. Avera, du kannst mich gerade mal. Musst du hinten rum. Achso. Guck mal, ob hinten was ist. Ah! Schnell, ich will keinen Kopfschuss bekommen. Oh! Das war knapp. Oh. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt mitbewegen musst. Du musst dich bewegen. Per WASD. Langsamer als der Traktor. Nein, genauso schnell wie der Traktor. Ja, oder so. Meine ich doch. Nicht zu schnell eben. Und nicht zu langsam. Nein! What happened? Shit. It's one of the dead we pushed down earlier. We're gonna have to move him. Hoffentlich bekommt Mark nicht noch einen ab. Ach! Drei Stück. Waren es drei? Ja, es waren drei. Felix steuert immer noch. Wow, wow! War klar, dass er lebt. Ich hab doch gesagt, er lebt. Vorhin. Part 2. Kuh! Der kommt, lauf! Der kommt, lauf doch! Oh, voll durchs Auge, sehr schön. Ja, wir rennen doch schon. Wow, auf der Farm geht's ja richtig heiß her. Servus an alle. Oh, Scheiße, was geht denn ab? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh, no, honey. Come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the veteran. What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. What you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. So much for your deal. You shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inclination to give you guys trouble, we would have gone out there with you. Ich meine, schließlich hat unser Kollege einen guten Fall abbekommen. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. Oh, nee. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us.
Okay, als nächstes müssen wir wohl den ihr Camp überfallen. This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back. Okay. Das heißt, wir sind nicht vollzählig. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. A swing? I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Thanks. Anytime. We're looking out for you. Ja, das sind Patienten mit Hauptsache, die Schaukel wurde repariert. So, du darfst dich wieder umgucken. Okay. Als nächstes müssen wir den anderen Typen da finden, glaube ich. Und dann müssen wir das eine Bandenlager hier überfallen. Auf jeden Fall. Mal sehen, wo der ist. Das liegt hier rum. Nichts Interessantes. Ich glaube, hierfür muss ich dann hier durch oder so. Oder ist das der, ist es der da vorne? Nee, das ist nicht der da vorne. Das ist der Alte und seine scheiß Tochter. Am Generator können wir was machen? Ja, rangucken, das ist egal jetzt. Tastatur funktioniert im Übrigen super. Ah ja, da oben. Oder wollen wir erst ein bisschen mit den Kindern spielen? Nein. Okay. Wir haben keine Zeit, um mit den Kindern zu spielen. Until we start to fight back. But how? Until they should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? Hell yeah. We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Let's go. Hey ho. We gotta work. Let's go. Also, wir befallen jetzt den ihr Camp. Cool. We're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Das Kind kommt mit? Ja. Okay. Darfst dich nun bewegen. Schleich dich in das Camp, Felix. You see anybody? Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the team. Mal sehen, ob wir jemanden finden. Was die da drin wohl machen? Weg mit den Pornos! Weg mit den Pornos! Okay. Clear.
Ja, wer in der Zombie-Apokalypse Pornos guckt, ist gestört. Ich bin nicht gestört. Okay. Belassen wir es dabei. Ich im Übrigen auch nicht. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Empty. Wieso hat er das jetzt getan? Weil's cool ist. Okay. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid-sized. Okay. Haben ein Kind anscheinend dabei? Okay, coole Laufanimation. Ja, das ist irgendwie doof gemacht. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Hm, können wir mit ihm reden? Nee. Was ist mit dem Stuhl da hinten? Na, noch ein Stuhl. Jawohl, komm, wir gucken mal rein. Hä? Ein Paket von denen? Boxes from the dairy here. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Was ist das? Eine Kamera. Okay. Da hat irgendwas zu verheimlichen, oder? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Gehen wir nochmal ins Zelt, würde ich sagen. Ja. Weil das haben wir ja noch nicht untersucht, hat ja nur der untersucht. Vielleicht finden wir ja noch was. Hallo, Spiel. Ah ja. Okay. Ein blutiger Hase. Ein totes Kind. Bitte nicht. Moment doch, das ist die Mütze von unserer kleinen Freundin, die wir bei uns haben. Das ist die Mütze von Clementine. Was macht die hier? Ja. We had a deal. You people broke it first. We're looking for the people who attacked the dairy and shot my friend. I don't know where they are, but they ain't here. So get the fuck out of my camp. She's lying, Lee. Now maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. Into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. You shot Mark, you psycho bitch. Who the fuck is Mark? I don't know any Mark. You shot him at the dairy. Fuck I did. That's them other people. Big good buddies with your boyfriend here. I guess you met them. Ain't they nice? Und wer bist du? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Du bist sehr vernünftig. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Ja, ich versuche. Go on, tell him, boy. Tell him what you got in mind.
Ja? Er hat sie erschossen. God damn it! Ja, nimm die Armbrust mit, komm schon. Er nimmt die Armbrust. Und da lag noch ein Stück von ihrem Gehirn. Oder sowas ähnliches. Okay. Okay. Spannung pur. Nach der Theorie von Ben, wenn wir alle infiziert sind, ja. Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Ben hat gesagt, man muss den Toten das Gehirn raus. Ah ja, gut, gut, dann wird es kein Zombie. Weil das Gehirn raus. Ja, ich glaube, wir haben da durchgeschossen. Aber in der Theorie hast du recht. Wie süß. Wer ist Terry? Oh, wurde er gebissen. Nur am Nerven. What's going on with them? Don't know. Squabbling looks like. A lot of tension with y'all, huh? Dann gehen wir mal in den Stall die Kuh besuchen. Würde ich sagen. Ja, gehen wir doch mal dahin. Wir müssen ja der Kleinen noch ihr nettes Käppi zurückbringen. Ja, mach die Tür zu. Alles okay. Gut, dann gehst du mal dahin hin. Diese Mütze gehabt. Ja. Das frage ich mich auch. Und deswegen denke ich, fragen wir die Kleine einfach mal danach. Kann die schon sprechen? Ja, die kann schon sprechen. Die kann sprechen, ja. Sie ist 8 Jahre alt. Okay. Glaube ich zumindest. Hat sie das mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal rein und gucken nach der Kuh. Die Hand ab. Wow. Katja says Mabel could have a baby tonight. Ah, die ist schwanger, die Kuh. Ah, die Kuh ist schwanger. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Okay. Dann fragen wir doch gleich mal die Kleine. How do you like that cow, Clint? She's pretty. Ich frag auch meine Tochter mal, wie findest du die Kuh, Mann? Here, Clementine. My hat! You found it! Süß. I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motorhead who might have taken it? No.
know. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything. Okay, also okay, sie hat sich ein Verräter in der Gruppe. Vielleicht möchtest du Kinder haben? Nimm das erste, oder? Ja. Ja. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Aww. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Yeah, but you go on ahead. Okay. Tritt mit dem Typ. Mit dem? Ja. Okay. Reden wir mit Andy. Ja. Frag, was du willst. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. He probably talks a little more than he ought to. Die scheinen irgendwas zu wissen. Die verschweigen uns was. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Ja, doch, ich hab Hunger. I think we might eat. Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Thanks. Das Grinsen. Yep. Noch mit jemandem reden? Mit dem, nein, red mit der Kuh. She looks skinny. Abgemagert, ja gut. Müssen wir da rausgehen oder da hinten? Ja. New store. Found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. Die haben echt was zu verbergen. Look, they got boxes of stuff. Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Yeah. I'll protect her no matter what. I know you will. Look, the guy with Katya. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something. I'll have this. Alter, die haben irgendwas. Smergel. Die foltern da drin irgendwelche Leute oder was? Ja. Schon. Herr Hopp, das ist eine Farm. Das ist eine Farm. Da ist bestimmt noch eine Kuh dahinter. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Nur weil ich schwarz bin. What I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Nur weil ich schwarz bin, kann ich Schlösser knacken, oder was? What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. Okay. Peek inside and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Just checking out the barn, yeah. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. There's no roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. Okay. The bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Okay. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Da noch was machen. Ich weiß, wer drin ist. Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Distract Andy to get out of the barn. Aber wir müssen ihn jetzt rausbringen. Ich weiß, wer sich in der Tür versteckt. Wer dann? Der Mann von der Frau und er ist ein Zombie. Meinst du, die haben da drin einen Zombie versteckt? Ja. Ach so. Der Mann von der Frau von der Farm. Ja. Der ist da drin. Okay. Wie komme ich hier raus? Wir drücken erstmal auf Escape, denn der Part ist leider schon wieder rum. Okay, es bleibt spannend und es ist spannend, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. So. 3 Folgen haben wir aufgenommen. Ja. War's das für heute, Felix?
Sehen wir gleich. Sehen wir gleich, okay. Vielleicht ist Felix dann noch in der nächsten Folge dabei, kommt drauf an, ob er noch Lust hat oder nicht. Auf jeden Fall hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge zu The Walking Dead. Und dann werden wir auf jeden Fall auschecken, was da hinten drin ist. Ob es wirklich ein Zombie ist oder ob da wirklich nur eine Kuh drin ist. Oder Gollum. Oder Gollum, der den Ring sucht. Scheiße, wenn der den Ring sucht. Der Ring wäre die ultimative Waffe gegen eine Zombie-Apokalypse. Ich meine, der macht dich ja unsichtbar. Ja. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht genau. Also, dass der Ring unsichtbar macht schon, aber... Ob es hilft oder ob Gollum dahinter ist, das erfahren wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play The Walking Dead. Bis dahin, ciao. Ciao.